Hallo und herzlich willkommen im aktuellen Vlog. Im letzten Video habe ich ja das Balkonkraftwerk hier installiert und heute machen wir das weitere bei der Abdegenstraße, also bei unserem Videostudio. Und wir haben da ja zwei Stromkreise und somit zwei Teileigentümer und da können wir dann eben auch zwei Balkonkraftwerke installieren. Heute fahren wir mit dem Dicken hier hinten, mit unserem VW Crafter, mit dem wir schon viel erlebt haben. Viele Reparatur auch schon reingesteckt haben, muss man leider auch sagen. Aber an sich ein ultra wichtiges Fahrzeug für uns, wenn wir auf Messe gehen mit Trikoma oder aber auch zum Getränke holen, Sachen transportieren. Wir haben noch unsere Logistik. Aufschließen sollte man noch. Gar nicht so einfach. haben wir eben noch unsere Logistikfläche. Das heißt, auch da wieder muss man häufig hin und her fahren. Von daher, coole Geschichte. Jetzt laden wir noch ein paar Module ein und dann geht's los. Die Module habe ich in den Laden und jetzt werde ich auch noch den ganzen anderen Mist vom letzten Mal mitnehmen. Das hier ist ganz gut, das sind die Kartons. Das heißt, wir packen jetzt erstmal alles hier aus. Dann packen wir die Kartons jetzt gleich noch mit ein und dann geht es erstmal wieder zurück zum Büro. Denn ich muss meinen Junior zum Kindergeburtstag fahren. Von daher wollen wir ein bisschen beeilen. Sonst kommen wir zu spät, dann darf er nicht mit ins Schwimmbad. Das wäre ein bisschen doof. Fahrzeug ist aufgeräumt, geparkt, einwandfrei. Jetzt muss ich wieder einen Schlüssel abgeben. Sonst gibt es nämlich wieder Ecker vom Mecker, wenn der Schlüssel dann weg ist und den jemand braucht. Mein Rollwagen vorne, meinen blauen, den noch abstehen lassen, den räume ich auch noch auf. Würde Junior zum Kindergeburtstag fahren und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Auto ist fertig gepackt und jetzt geht's los. Kind zum Geburtstag fahren. Freust dich schon? Pack's auch. Ja, kannst du mit draufpacken einfach. Ich muss nur mal hoch laufen, weil ich das Geschenk vergessen habe. Das ist nicht so geil. Im Büro angekommen, noch ein bisschen Sand zusammensuchen, aber Solarkabel brauche ich noch und die Halterungen. Die sind nämlich hoffentlich auch noch hier. Ja, sind noch da. War ich mir gerade nicht sicher, ob ich die schon eingepackt habe. Damit will ich das dann im Zaun einhängen. Ich hoffe nur, dass das auch funktioniert, weil die schauen irgendwie relativ weit aus. Bin am überlegen, ob ich vielleicht noch die Flex gleich mitnehme. Falls ich das noch zurecht stutzen muss. Nehmen wir mal mit. Habe noch quasi gar kein Werkzeug im Auto, also von daher nehmen wir noch irgendwas mit. Ich hoffe, wenn das ganze Bauzeug da jetzt mal hier abgeschlossen ist, gerade was das Solargedöns da hier angeht. Denn es ist an sich nicht schwer, aber es ist halt zeitaufwendig. Na, hier, da das noch montieren, da noch das und hier und dann die Löcher in die Wand, die Dübel, dass es richtig hält. Naja, aber man spart sich ja Geld damit. Und auch gut für die Ökobilanz. Ja, jetzt fahren wir vor, machen das Zeug mal fest. Ja, und die kleine Kampfrate ist auch schon da. Da sieht man es ganz gut, also an den Zaun. Da sollen die Module jetzt hin, die beiden. Und mal schauen, vielleicht kriege ich da sogar noch zwei, also ich sag mal dreieinhalb. Also ich meine, es gibt noch die Module in kleinerer Größe. Haben wir dann keine 400 Watt mehr. Probieren wir aus, schauen wir mal.
Jetzt zeige ich euch mal das Resultat. So schaut das Ganze aus. Ich habe das Ganze noch ein wenig versetzt. Ich habe jetzt vorne angefangen, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich hier hinten nochmal wirklich zwei große Module hinkriege, wenn ich hier einfach den Abstand ein bisschen anders mache. Von daher werde ich das Ganze auf 1600 Watt, so ähnlich wie die andere Anlage oben. Die Anlage hier oben. Hier der 1600 Watt und speist halt eben nur 600 ein. Klar, man schmeißt ein bisschen Strom immer weg, aber man hat ja sowieso nie die vollen 1600. Der Vorteil ist, wenn es auf 800 Watt irgendwann ankurbeln wird, kann ich halt dann mit vollen 800 rein. Und die erreiche ich dann mit den Modulen halt natürlich sehr, sehr schnell. Also Position ist ja auch optimal und muss auch sagen, optisch schaut schon ganz geil aus. Jetzt baue ich noch den Wechselrichter dahin. Da habe ich im Moment auch nur so einen kleinen mit 600 Watt. Hat mit zwei Anschlüssen, der kommt jetzt hin und dann läuft das. Die Module sind fertig installiert. So schaut das Ganze aus und auch von hinten, so ist es entsprechend verkabelt. Hier auch mit dem Wechselrichter, da so ein Kabelkanal auf dem Boden, wo es dann eben reingeht. Jetzt ist ihn gerade ein bisschen bewölkt, sieht man hier. Aber 162 Watt generiere ich jetzt schon damit. Das ist echt in Ordnung. Und dadurch, dass jetzt hier noch Zaunsfelder frei sind, werde ich bei nächster Gelegenheit einfach nochmal zwei Module erweitern, anderen Wechselrichter montieren, der dann eben auch mehr Leistung hat, der halt gedrosselt ist, aber um halt einfach mehr rauszuholen. Weil auch jetzt wieder, klar, 162 Watt sind es jetzt gerade eben, hätte ich natürlich das Doppelte an Modulen, dann haben wir jetzt halt 320 Watt. Und das sieht man, es macht sich dann schon bemerkbar, wenn man es eben, ja, mit mehr Modulen ausstattet, weil selbst dann bei so einer Bewölkung wie jetzt das Doppelte an Leistung rauskommt. Jetzt bin ich beim Büro angekommen und da werde ich jetzt noch die Verkabelung ein wenig schöner machen. Denn im Moment habe ich es noch nicht angeschlossen. Ich glaube, sieht man hier ganz gut. Kabel liegen hier einfach nur wild rum. Und auch hier oben, ja, einfach so ein Schlauch mit rüberlegen, schön mit Kabelbinder festmachen. Und da geht es jetzt mit der Flex rein und in den Kellerraum. Da ist eine Steckdose, da schließen wir das Ganze an. Das machen wir jetzt fertig und dann reicht es auch für heute. Ja, und ich glaube, hier sieht man es ganz gut. 470 Watt, die haben wir jetzt damit, die wir generieren. Und ja, das ist okay. Klar, natürlich, Sonne scheint, allerdings ein wenig bewölkt. Heißt also, die vollen 600, die werden wir auf jeden Fall erreichen, beziehungsweise die 800, sobald wir die Sperre rausmachen können. Von der Verkabelung, naja, ich habe halt hier noch Rohre mit reingemacht, um halt die, ja, Kabel ein bisschen zu schützen, dass sie mehr im Schatten sind. So sieht es hier hinten aus. Und da ist jetzt dann mein Kabel, das noch umgeht. Ich hätte gar nicht flexen brauchen. Ich habe dann gemerkt, ja, geht dann doch durch. Weil ich wollte es eigentlich erst mit dem Stecker runter machen, aber eigentlich wegen dem kleinen Stück hat es sich nicht gelohnt. Deswegen passt es so eigentlich schon ganz gut. Ja, Projekt ist jetzt endlich abgeschlossen. Solaranlage, Solarpark, bis auf die anderen zwei Module, die ich wahrscheinlich nochmal jetzt nachbestellen werde. Aber bin ganz glücklich damit. Stromleistung passt, also auch bei dem Wetter. Von daher, der Sommer kann kommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.